Ja, der Kameramann hat runtergezählt. Wir können anfangen, Marc Hoffmann. Ich sag mal, dir ist schlecht, aber nicht wegen des Ergebnisses hier in Köllerbach. Nee, also es war am Anfang eine Kopfballsituation, wo ich mit einem Vierer von denen zusammengestoßen bin. Und seitdem ist mir etwas schwindelig und hat sich auch verschlechtert an dem Spiel, wo ich nicht mehr weiterspielen konnte. Du hast nur eine Halbzeit deshalb gespielt, deshalb machen wir auch das Interview jetzt mal ganz kurz. Ich frage, du hast ein super Spiel heute gemacht in der ersten Halbzeit. Wie bist du mit deiner Leistung zufrieden? Ja, also von Anfang an, ich war eigentlich überrascht, als ich in der Spielformation gestanden habe. Dann habe ich mir halt viel vorgenommen fürs Spiel. Der Trainer sagte, ich sollte die zwei großen Innenverteidiger beschäftigen. Das ist mir ganz gut gelungen. Dann habe ich ein Glück endlich mal das Tor getroffen. Und dann danach wurde mir es halt, wie gesagt, schon schwindelig. Und dann sind mir auch mehrere Bälle versprungen, wo dann weniger wieder gut war. Aber ich denke, insgesamt war es noch okay. Dir war es dann schwindelig nach diesem Schlag. Aber die beiden, die haben ziemlich gleich ausgesehen, die beiden Kahlköpfe da hinten drin. Und die hast du auch etwas schwindlig gespielt und das Tor war ganz klasse. Erklär mal wieder noch schnell, wie du das gemacht hast. Ja, also der Ball kommt vorne rein. Zuerst ist der Thomas am Ball und ich stehe eigentlich besser und nehme Thomas dann praktisch den Ball ab und will den Spieler umspielen, ziehen auf den linken Fuß und der Spieler kommt mit der Hacke noch leicht ran, sodass der Ball etwas nach vorne spritzt und dann komme ich gerade noch mit der Pike sozusagen dran und kann am Torwart vorbeischieben. Man sagt immer, du wärst jetzt der Novic-Ersatz, das sagen wir mal jetzt nicht. Du bist nicht der Novic-Ersatz, du bist der Marc Hoffmann. Und ich wünsche dir, dass es so weitergeht, dass du das, was du kannst, auch in den Spielen weiter umsetzen kannst. Danke dir.